Hallo, willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind jetzt das letzte Mal hoffentlich in der Mission drinne mit auf Messerschneide. Letztes Mal haben wir das schon verkackt gehabt, leider ganz knapp. Und jetzt möchte ich das nochmal richtig machen. Ja? Ah. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Für mich ist jetzt aber auch eine Woche her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Deswegen könnte auch schon ein bisschen was wieder nicht ganz frisch sein, sag ich mal. Wir haben allerdings die Situation, dass ich mir ein paar Sachen noch gemerkt habe. Nämlich, wir haben jetzt hier ein Camp, da ein Camp und da ein Camp. Das Essenscamp ist am Anfang wichtig, dass wir ein bisschen was damit haben. Aber am wichtigsten ist das Holzfällercamp hier hinten, dass wir das als erstes voll bauen. Und auch am besten mit Wirtschaften, dass die uns am meisten bringen. Weil die sind das essentiellste. Essen haben wir irgendwann Max, das brauchen wir dann nicht mehr. Und Kohle ist eigentlich unnötig. Deswegen, die beiden hier komplett mit Routen zu verbinden, ist mehr so ein Prestige-Ziel, als so ein wirkliches, das bringt uns was Ziel. Aber, ne, vielleicht ist es ja auch diese Runde ein bisschen anders. Ich fange jetzt erstmal an hier mit, genau, wir müssen das hier abbauen, damit wir das Werk hier anwerfen können. Und wir müssen die, genau, die Stationen hinbauen, dass die mit uns reden. Hier mache ich auch die Häuser wieder weg. Gesetze können wir noch nicht machen, stimmt. Können wir erstmal loslaufen lassen. Speisehaus müssen wir schon mal bauen. Das ist wichtig. Wenn uns sowas verloren geht, das wäre sehr ärgerlich. So. Das hier dauerte 2 Tage, bis das weg ist, ne? Aber, 7 Häuser brauchen wir. Noch 2. Genau, Kontakt zu Neu-London. Ja, ich werde natürlich allen eine Unterkunft bieten. Die Administration habe ich beim letzten Mal sehr spät gebaut, in der Hoffnung, dass wir auch dann erst spät liefern müssen. War aber eine doofe Idee, weil wir müssen ja schließlich auch irgendwie Nahrung bekommen. Sonst verhungern uns die Leute hier. Das heißt, das werde ich jetzt ein bisschen eher machen. Kann es sein, dass die Musik viel lauter ist? Ach, ich habe es nicht angenommen. Ach Gott, ich bin jetzt oft zurückgegangen. Ach, besser. So, jetzt kann ich mich auch wieder verstehen, ey. Mein Gott. Bräuchte einen neuen Tag. Und mit dem neuen Tag kriegen wir die Stelle hier weg. Und dann können wir die Administration bauen. Ach, wir brauchen Sanitäter. Ja, wichtig. Oh, pass ab. Jawohl. So, die brauchen jetzt hier eine Straßenverbindung, aber das kommt gleich. Und als erstes muss ich mehr Holz sammeln, damit ich mehr bauen kann. 25 Holz war das. So. Warum wird nichts abgebaut? Leute! Weil die so lange dahin brauchen, ne? Aha, das ist ätzend. Das ist ätzend. Das ist halt das Problem, wenn man so viele, wenn man von da abzieht und dahin packt, die müssen halt erstmal dahin laufen und dann gehen die erst los. Ist ein bisschen ineffizient. Ja, ein bisschen Holz braucht das. Das braucht auch sehr viel Holz. Habe ich da Ingenieure drin? Da. Die packen wir erstmal hier rein, dass die Leute versorgt werden. Und dann müssen wir, ja, eigentlich müssen wir noch einen Tag noch länger warten, ne? Ich bin ja gerade nur am Holz sammeln. Die hier können auch wieder raus, ne, bis auf einen. Und dann können die da sammeln. Gut. Vielleicht ist es auch schneller, wenn die an so ein Ding sammeln.
weil sie dann da nicht umschichten müssen. Wrap up well. The frost is here. 6 die Stunde, 1,9 die Stunde. Jo, das ist ja unfassbar. Okay, dann hätte ich nicht diese Sachen zuerst aufräumen müssen. Actually, weil ich das perfekt machen möchte, machen wir das dann nochmal eben neu. Aber das, ne, das ist ja kein Problem. Soweit am Anfang, das kann man ganz easy schnell machen. So, und zwar machen wir dann hier alles. Sammelarbeiten zuerst. Dann kriegen wir nämlich haufenweise Holz. So. Und dann können wir hier Speise ausbauen. Und wir können ja mal hier, also hier kriegen wir die ersten Häuser alle safe hin. Und sobald die weg sind, können wir dann da anfangen, das Back zu machen. So, das ist alles verarbeitet. Können die mal da Holzkisten noch sammeln. Ja, guck mal, wie viel Holz wir jetzt schon haben. Alter Vater. Das ist so viel besser, als die scheiß Trümmer aufzuräumen. Holy shit. So, dann können wir nämlich jetzt in der Nacht... Ah ne, erst Häuser. Und dann kümmern wir uns um die Administration. Genau, machen wir mal hier welche hin. So. Nein, ach Gott. Ey, so, weg. Und Straßen. Machen wir darum. Alle. Wir machen alle eine Unterkunft. Natürlich. Sicherlich. Ja, das ist schon krass, wie viel Unterschied das macht, ne? Eben hatten wir im ersten Tag nur so ungefähr 20, 30, 40 Holz oder so gesammelt, gefühlt. Ja, jetzt sind es schon 180. Weil die Rate einfach dreimal so hoch ist. Gehalten. Jetzt machen wir eine Sanitätsstation hier hin. Und nun können wir Transportbüro und Administration. Dementsprechend ist da auch gleich das Holz weg. Wo sind die Ingenieure da unten? So. Sie machen gute Fortschritte. Wir sind bald die erste Nahrungslieferung. Ja, 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 ja. Wir helfen ihnen bei jeglichen Problemen weiter. Ja. Bei allen. Wir haben da ein Problem. Kannst du uns mehr Nahrungsmittel geben? Na, sieh. Das werde ich jetzt versuchen, so gut wie immer zu machen. Ah ja, unsere Kinder kommen. Ich werde, wenn es möglich ist, immer bei Neu-London alles an Nahrung bestellen, weil die können da eh nicht mit haushalten. Und denen wird es auch nicht besser gehen, wenn die das behalten. Deswegen werde ich das alles einverleiben. Und dementsprechend zu meinem machen. Da kann ich mich besser machen. So. Die Mine müssen wir jetzt hier mal komplett im Laufen halten immer. Und jetzt auch langsam in die Werkstatt gehen. Ja, da können wir hier ruhig welche hinsetzen. Und wenn ich schon dabei bin, könnte ich Arbeit herausnehmen und die hier reinmachen. Nee. So. Damit ich gleich die Ingenieure frei habe, damit die hier arbeiten können und forschen können. Hätte ich auch warten können, bis Arbeit zu Ende ist und die dann umschichten, das wäre effizienter gewesen. Mist. Dammit. So, alle hier raus. Da rein. Ja, mein Gott, lass mich doch erstmal den anderen noch bestellen. So. Technologien. So, das erste ist für mich das Sägewerk, glaube ich. Ja, ich kann nämlich auch noch nicht hier den rechten Strang machen. Das heißt, wir machen ein Sägewerk. Und machen jetzt auch
5 Arbeiter raus und in einen Speertrupp. Der geht jetzt mal. Ja, der macht erstmal hier unten alles. Aber wir müssen Hot Springs als erstes finden. Die Leute sind da. Kinder sind hier. 2 neue Zelte werden dadurch gebraucht. So. Das ist jetzt gerade teurer, ne, mit den 2 Straßen, aber das ist auf Dauer sehr viel besser. Oh Gott, haben wir viele Kranke. Ja, das sind die Leute jetzt, ne? Fuck. Haben wir mehr Ingenieure gekriegt? Nee. Ah, das ist schlecht. Hallo? Ach, die Gunst ist gerade schlecht. Mist. Okay. Ah ja. Weil ich möchte, dass die mir das Gesetz radikale Behandlung oder Überfüllung geben. Das finde ich wichtig. So, dann machen wir die erstmal hier rein. Jetzt wird's kalt. Und seht ihr schon, was dieser Restart gebracht hat? Wir sind jetzt am selben Punkt, wo ich eben restartet habe. Tag 3, Anfang. Es wird kälter. Ich habe da eine Administration, ich habe 2 Sägemühlen, ich habe tonnenweise Häuser hier stehen, ich habe die Kinder sind angekommen, weißt du? Das ist so krass. Ich habe auch schon gleich Nahrung im Anlauf. Es ist einfach richtig wertvoll, am Anfang Gas zu geben und das Bestmöglichste zu machen, um den Schneeball ins Rollen zu bringen, ja? Dass der richtig schön in Neukölln eindrifft. Ja, Dampfkerne. Hm, ich weiß. Das ist eine schlechte Deckung, weil jetzt wollen die, dass wir auch das, ne? Willkommen, wir uns helfen. Ne, wir haben gerade das nicht zur Auswahl. Dann will ich es nicht. Ja, die wollen jetzt nämlich, Erlass zur Notfallschicht. Das ist eine coole Sache. Hm. Über längere Arbeitszeit hätte ich mehr gefühlt, ehrlich gesagt. Das Zuhause ist aktuell umstrittenes Gesetz und beliebte Entscheidung. Naja, okay. Aber so schlimm ist es noch nicht. Dann machen wir mal. Hier. Ja, daran. Wir haben Leute frei, das darf nicht sein. Hm. Müssen wir die hier hinsetzen und da. Ah, die Speer sind angekommen. Weiter. Technologiemäßig habe ich gerade nichts. Fuck. Ja, das hier ist schon mal sehr wichtig. Warte mal, was war das andere? Ja, es hat die Leistung erhöht. Ja, ja. Okay. Aber kostet Holz. Da weiß ich nicht, ob das worth ist, am Anfang zu machen, weil wir haben nur begrenzt Holz und wir können uns nicht mehr leisten. Können die uns hier... Nee. Aber wir könnten halt Holz um Holz bitten. Durchschnittlich. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt um Holz bitten sollte. Weil dann habe ich es schon verbrannt. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich die... Wenn ich bei Neukölln jetzt um das Gesetz bitte, obwohl das, glaube ich, immer geht. Und um Nahrung. Wir haben auf jeden Fall das Stahl ready. Du willst Dampfkerne sammeln. Ja, die Kranken werden immer mehr. Das will ich aber gerade auch. Damit ich die Quest kriege, dass die mir ein Gesetz erlassen. Die bringen uns 8 Holz. Und die hier nur 2 gerade. Aber gut, das sind noch nicht ganz voll. Aber ich glaube, das war auch nur 6 im Maximum. Gibt's ein Problem? Ja, verstanden. Ruhe Nahrungsmittel, mehr Leute. Nee, mehr Leute ist eher kontraproduktiv. Wir brauchen mehr Nahrung. Ah! Scheiße. Oh nein. Ja! Oh mein Gott, das war jetzt so ein harter Gamble. Alter, der hätte jetzt das ganze Game verändert. Oh mein Gott. Hätten die uns Suppe gegeben? Oh mein Gott.
hätten die uns Suppe gegeben. Oh, das wäre katastrophal gewesen. Aber die haben uns zum Glück Sägemehl gegeben. Das ist richtig, richtig gut. Wir haben Sägemehl. Leute, wir haben Sägemehl. Tag 4, Sägemehl. Das ist ja so gut. Damit können wir... das ist jetzt einfach das Dreifache an Nahrung. Nee, 50% mehr. Aber ey, 50%. Junge. So, hier ist auf jeden Fall verlängerte Schicht. Das ist aber sowas von gefetzt. Hier sind Leute. Das wusste ich gar nicht. Hab ich das nicht mal gesehen? Fallende Hütte. Ja, dann kommt mal her. Ist eigentlich nicht schlecht, ey. 11 Ingenieure. Ist voll gut. Ach ja, und gesetzmäßig haben die uns... Nee, haben die nichts gegeben. Aber die haben die verlängerte Schicht angeführt. Kann ich da... Nee. Kann ich gerade nichts. Das wäre schade. Karin erforscht. Was brauchen wir als nächstes? Das ganze Heizungsthema, das können wir, glaube ich, erstmal ignorieren fürs Erste. Wir könnten die zweite Stufe schon mal machen. Ja, das machen wir mal. Das halte ich für sinnvoll. Oh, Leute frei. Alle da rein. Die Kranken werden immer so ein bisschen höher, mal ein bisschen runter. Also hält sich so ein bisschen irgendwie die Waage gerade. Aber die Temperatur geht ja auch gleich wieder hoch. Aktuell ist es halt auch kühl, das ist dementsprechend halt auch schlecht. Ja, jetzt geht's gerade nochmal richtig, richtig schlimm nach unten. Das ist gar nicht gut. So, jetzt können wir die nächste Sanitätsstation bauen und hier welche reinschicken. Erste Lieferung ist bereit und die schicken wir auch. Naja, die sind da. Dann können die mal da nach oben gehen. Haben wir hier. Ah ja, wir bestätigen die erste Lieferung. Schön. Der Zorn kocht hoch. Langsam geht's hier bergab, weil Neu-London einfach ein Wichserverein ist. Brauchen mehr Zelte natürlich. 4 Stück. Oh, wir haben Leute frei. Dann lass mal hier Stahl sammeln. Als erstes. Damit wir ein bisschen mehr Stahl insgesamt haben. Eisbretter erforscht. Gemischte Teams ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Sache, dass wir es am Anfang haben. Ich habe das Gefühl, dass uns das auf Dauer mehr bringt. Jetzt habe ich leider gerade so nicht genug. Da muss ich nochmal eben warten, bis der nächste Tag ganz knapp anfängt. Speer sind da. Wir würden hier gerne essen. Über da. Wir wissen ja für später, dass wir sehr viele Arbeiter brauchen. Ja, sehr viele Leute, die irgendwie anpacken und auch die dann dahin geschickt werden, um zu arbeiten in verschiedenen anderen Siedlungen. Dadurch müssen wir auf jeden Fall alle mitnehmen, die wir kriegen können und nicht wie beim ersten oder zweiten Versuch, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall bei den allerersten, dass wir gesagt haben, nee, dann müssen wir die halt auch durchfüttern, das machen wir nicht, weil die haben uns halt später komplett gefehlt. So, da hätten sie es alles aufgebraucht. Kohlehaufen sehe ich nicht, dass wir das gerade brauchen, bis es hierhin geht. Also ab da würde ich schon sagen, dass wir dann langsam mit Kohle anfangen müssen. Bis dahin ist aber noch alles okay. Ja, dann können wir die erstmal hier zum Stahl schicken. Und der Rest macht hier so ein bisschen Trümmer weg. Dass wir da mehr noch eine Reihe Häuser hinkriegen. Was ist hier? Weniger Nahrung als erwartet. Okay. Ja, das ist nicht gut. Kann man mit denen reden? Nur Holz und Kohle können wir anfordern. Wie ist denn die Gunst gerade?
Durchschnittlich. Okay, dann lohnt sich das auch noch nicht. Und jetzt? Naja, jetzt ist es komplett. Mhm. Okay. Jetzt haben die es komplett ausgesetzt. Jetzt müssten wir auch die Mission kriegen, dass wir nach anderen Siedlungen suchen. Und dementsprechend können wir nach unten weiter forschen. Dann brauchen wir aber auch mehr Speer. Weil die da oben noch in die Richtung weiter sollen. Alter, da haben sie auch gleich noch Überlebende gefunden. Ah, geil, kommt her. Sehr gut. Oh, Stahlruine erschöpft. Wir haben extrem viel Dampfkern, deswegen werden wir da jetzt nur Stahl sammeln. Und danach auf den Misch gehen. Gunst hoch. Da können wir Leute oder Nahrung holen. Wir holen natürlich Nahrung. Nein, das können wir uns nicht leisten. Blöden Wichser. Toll. Gunst ist hoch. Aber die wollen uns trotzdem keine Nahrung schicken. Vielleicht muss die Gunst sehr hoch sein. Schwierig. Kranken werden weiter. Brace yourselves. Cold is coming. New London is waiting. Get a move. So, die können wir da nach oben weiter. Und dann müssen wir vielleicht auch mal Kohlemine erforschen, damit wir das schon mal haben. Oh, und Zelte sind ganz wichtig. Hier. So. Dann mal hier lang ziehen. Mehr Speer. So. Und die können jetzt mal da unten hingehen. Und dann sollten wir eigentlich gleich mal so ein bisschen rebellieren können, ne? Wenn wir halt jetzt Feuerstellen machen, dann brauchen wir eine Kohlemine. Das können wir uns gerade noch nicht leisten. Also machen wir mal eine Kohlemine. Oh. Naja. Ne? Oh, Nahrungsmittel. Ja, können wir uns nicht leisten. Ja gut, dann, ne. Dann wird das schwierig mit der Lieferung, ne? Ja, die können wir jetzt schon nicht. So, Kohlemine ist noch erforscht worden. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es nur in der Zeit passt. So, hier machen wir schon den Weg hin. Als nächstes können die mal Feuerstellen erforschen. Und wenn das darauf läuft, ich meine, wir haben jetzt ja auch am meisten Arbeiter, dann ist es hier warm genug, sodass wir auch nicht so viele Krankenprobleme haben. Oh, und wir haben ganz viele Arbeiter frei. Die müssen mal hier in die Ruinen rein. Ja, und jetzt gehen die bitte auf gemischt. Ein bisschen Holz gefunden. Jetzt da weiter. Ich werfe die Mine erst an, wenn wir dann Feuerstellen erforscht haben. Sondern können die halt noch hier ein bisschen in den Ruinen ackern. 4 Stunden kommt neues Essen ein. Wie ist es jetzt gerade? Nahrung? Können wir uns nicht lassen. War da gerade noch was, was ich übersehen habe? Naja, nur Holzkohle, Leute. Ach, wir können mal ein bisschen um Holz bitten. Wie viel kriegen wir? 40? Oh, 50. Gönnerhaft. Ui. Weil alles, was wir von denen kriegen, das müssen wir uns nicht ertauschen später. Und daher dementsprechend können wir die hier rausnehmen und dahin schicken. Holz. Ah ja. Das haben wir erforscht. Da können wir jetzt mal hier ne, da sind die noch nicht drin vom Sanitätshaus. Müssen wir die dahin machen und hierhin machen. Ja, dann sind viele schon mal gewärmt. Nicht alle leider, aber viele. Und rohstoffemäßig könnten wir auf die nächste Stufe gehen.
Das würde ich jetzt sehen. So. 25 Stahl, nächste Stufe. Damit wir hier die Effizienz erhöhen. Das ist das Wichtigste, weil wenn wir hier einen Vorrat von haben. Ja, weil das hier ist extrem teuer, dieser Trade. Dass wir denen so viel geben für so ein bisschen Essen. Das müssten wir vermeiden, wie es geht. Und mit Segelmehl haben wir uns schon sehr viel Puffer erspart. Normalerweise wären die jetzt schon alle am Hungern gewesen. Jetzt halten sie uns nur noch Eiche, wenn wir das schief... Ach, ich dachte, das wäre schon. Ja, jetzt bekommen wir nur noch Sachen, wenn wir liefern. Gut. Ja, dann werden wir jetzt wohl anfangen zu rebellieren. Zeug aus der Vergangenheit. Oh, das hat uns richtig was gebracht. Ja, die müssen immer eben zurück. Vielleicht kriegen wir auch gleich die Rebellion und damit den neuen Erkundungspunkt. Ja. Ja. Dann kann der nämlich gleich da runter. Perfekt. Passt doch. London hat uns betrogen, wir werden verhungern. Aber sowas von. Ich muss aufpassen, hier mal wieder reinzuklicken. Das Stellfenster. Erst wenn hoch oder sehr hoch, dann kann ich Nahrung bitten. Was haben wir hier? Tester City und so weiter. Dann geht man erstmal da runter. Da oben war ja auch noch so ein Flüchtlingscamp. Da weiß ich aber nicht, ob wir das erobern können. Das war, glaube ich, chancebasiert. Das wird sich also zeigen, ob wir das schaffen. Oh, die verbrauchen mehr Kohle, als ich in der Kohlemine habe. Ja, das ist aber schlecht. Brauchen die denn? 3 Kohle die Stunde. Okay, dann müssen wir hier... Nee, wir müssen die nicht demontieren, aber wir müssen denen sagen, nur von 6 bis 20 Uhr. Oder? Nee, wir müssen den mal abmachen. Ja, das ist schlecht. Jetzt halt wieder extrem viele Kranke auch noch. Das hilft jetzt auch nicht wirklich. Aber wir haben hier noch 10 Ingenieure. Also machen wir jetzt nochmal Sanitätsstation. Wird seine Ruine erschöpft. Ja, dann gehen die mal schön weiter in die nächste. Nächste Stufe haben wir. Wir können Kohlemine verbessern. Dafür muss ich aber eben sehen, wie viel jetzt eigentlich der Verbrauch ist. Ne, der ist positiv. Der ist positiv jetzt, dadurch, dass wir den weggemacht haben. Das heißt, wir brauchen da jetzt aktuell nichts dran ändern. Aber wir können das hier machen. Das ist das Allerwichtigste. Ach, ich habe den auch oben drin. Und rein da. Wir haben gerade wieder ein bisschen Hunger. Nee, aber man kann es ja versuchen, ne? Kurz ist gerade wieder hoch. Einwohner sind hungrig. Ja, ich gebe ihm was zu essen. In der Hoffnung, dass wir unten gleich da das Lager finden. Was haben die dabei? Und haben da Essen gefunden. Dahin. Oh Gott, jetzt dreht sich das hier wieder. Aber Alter, guck mal hier den Berg runter. Oh, krass. Heftig. Und darüber kommt die Lieferung hier über den Seitenweg. Junge, Junge, Junge. Das ist auch die krasseste Position überhaupt. Aber hey, hier ist halt so ein Lagerhaus, was extremst viele Ressourcen hat, sodass man sagen kann, da sind unendlich drin. So, was ist denn jetzt? Aussichtspunkt. Weiter da. Ja, da. Sammeln. Und hier müssen die halt Stahl sammeln.
Da ist auch bald das alle. Deswegen machen wir hier schon mal einen neuen. Dass jetzt zumindest schon mal gebaut wird. Ich glaube auch durch das Sägemehl haben wir so viele Kranke. Aber das ist okay. Weil das generell den Hunger stört. Jetzt wird es gleich nochmal richtig warm. Ja, richtig kalt meine ich. Das ist echt interessant. Wir haben für das Essen noch 2,5 Tage Zeit. Ah, die Sendung ist fertig. Sehr gut. Hier haben wir... So, da haben wir jetzt keine mehr zugewiesen. Ach, hier ist auch viel zu kalt. Wir müssen da raus. Stimmt. Ja, wenn es so kalt wurde, dann können wir die nicht mehr zum Sammeln rausschicken. Aber wir können die hier hin schicken. Da auch zu kalt ist. Trotzdem Feuerstellen. Warte, sind die überhaupt von den Feuerstellen betroffen? Nee, die sind jetzt genau in der Mitte. Aber das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Müssen wir hier eine hinmachen? Die ist noch in Range von einem anderen. Der Rest nicht. Dann müssten wir Heizkörper erforschen. Das würde aber... Wir könnten auch Feuerstellen machen, nachdem wir das hier erforscht haben. Ich mach mal 20 Start ab. Wir machen das hier. Und sobald das erforscht ist, können wir hier wieder einen Brenner hinsetzen. Eine Feuerschale. Belegenes Tal. Hot Springs. So. Wir haben es bald erreicht. Wir wollen Nahrungsmittel. Ach, come on. Warte mal. Nee, alles gut. Okay. Ah, schwierig. Ich finde aber, es sieht ganz gut aus. Auch wenn alle bei uns hungern. Wir kriegen jetzt gleich 30 Nahrung, was 120 Essen ist. Dann sollten wir alle verhungern, alle versorgen können. Alle erstmal verhungern können. Aha. Sobald es gleich eine Stufe hochgeht, können wir hier wieder alle zum Sammeln rausschicken. Ja, riskiert's. Wir haben überlebt und fanden ein paar nützlichere Rohstoffe. Geil. Sehr cool. Endlich mal was gewonnen. Ah ja, hier raus und da rein. Wir haben Schwerkranke. Das ist gar nicht gut. Hot Springs ist gleich erreicht. Hallöchen. Wir haben direkt Rohnahrung bekommen. Dann können die sich jetzt mal eben zurückverziehen. Und hier ein Bautrupp erstellen. Und der geht mal... Oh, 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 was? Ach Gott. Da, so. Nach Hot Springs. Let's go. Dass die Kamera sich dreht. Ätzend. Genau. Wir können jetzt mal mit Hot Springs reden. Achso, wir müssen erstmal... Okay. Ja gut, dann lassen wir ihn erstmal hinschicken. Oder wir haben es jetzt. Nee. Aber nicht. Na gut. Egal, dann kommt erstmal der Bautrupp hin. Nicht so wichtig. Fragen hier schön weiter nach Nahrung an, auch wenn die uns mal wieder Nein sagen. Schwer krank. Ja, legen wir los. Wir müssen uns um die Schwerkranken kümmern. Wir haben das richtige Gesetz. Verbesserung des Gesundheitswesens. Na, Radikalbehandlung. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die essen gerade Rohnahrung, wa? Ich glaube, die sind gerade auch am Rohnahrungsfressen. Das müssen wir ganz schnell verarbeiten. Ja, ich glaube, die haben da ganz viel Rohnahrung verarbeitet oder gegessen gerade. Sonst hätten wir die ja nicht alle satt gekriegt. Weil wir das verdreifacht hätten.
Die 30 Nahrung oder so auf 90 dann. Scheiße. Weil die so hungrig sind, dann sobald was da ist, greifen die dazu. Wir haben effiziente Brenner. Damit müsste der Verbrauch jetzt auch ja, schön runter sein. Dann können wir hier wieder eine Feuerstelle hinsetzen. So. Dann mache ich die wieder da raus und mache die da hin, weil das da besser passt. Und das reißen wir wieder. Die sammeln aktuell nur Stahl. Die müssen wir hier eben beides machen. Mit Essen ist natürlich jetzt ganz kritisch und scheiße. Technologisch müssen wir auch was machen. Kranken werden gerade gut versorgt. Wir haben jetzt auch radikale Behandlung, damit sollte das noch schneller gehen. Können wir das hier machen? Das wäre eine Möglichkeit. Automatone können wir nicht bauen. Prothesen wären vielleicht nötig irgendwann. Aber noch nicht. Speerschlitten sehe ich noch nicht. Heizkörper. Ja. Aber dann lass erstmal das hier machen und danach vielleicht Heizkörper. Ja, damit wir bei Not schnell angreifen können. Auch bei dem hier, ne? Dass die eine Heizung bekommen. Schon gesehen. Eine Täuschung, aber dafür haben wir eine Kolonie entdeckt. Arbeiter frei, die können da rein und ansonsten hier mal ein bisschen Kohle graben. Let's go. Sollten wir nicht bald mal einen Dampfkern bekommen? Dann können wir die nächste Lieferung schicken. Bautrupp! Alles Depot bauen. Jawoll. So. Selbstversorgung. Das ist großartig. Wollen wir nochmal mit denen reden. Könnt ihr uns ein bisschen Nahrung geben? Danke. Dann wollen wir auch nochmal mit den. Wollen wir was tauschen? So. 20 Nahrung für 50 Stahl, das ist ein deutlich besserer Deal, als wir hier kriegen. Dafür müssen wir halt Holz noch mitgeben. Ein bisschen was. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich unabhängig sein von denen. Oh, wir kriegen jetzt 30, 60, 20. Alter. So viel haben die uns, hätten die uns für 300 Stahl und 20 Dampfkerne nicht gegeben. Ja, wir machen erstmal noch ein bisschen Dampfkerne. Dass wir so zwei haben. Und dann stelle ich um auf Vollstahl. Und hier machen wir jetzt die Heizung. Unterwegs, der ist uns unterwegs, auch gut. Hier haben wir noch keine Chance entdeckt. Das heißt, das kommt erst noch. Ich weiß gar nicht genau wann. Wir müssen das Holzfällerlager auch schnellstmöglich mal erreichen. Die drohende Hungersnot haben wir in 11 Stunden beseitigt oder müssen wir es beseitigt haben. Wir kriegen aber auch so viel Essen. Sobald das ankommt, muss ich hier umdisponieren. So. Ah ja, ist eh zu kalt, das heißt alle weg von den Sammelstellen. Sorry Leute, bringt eh nichts. Erstmal Speer, dem Überlebende. Bietet den Eskorte an. Einige Siedler, leider nicht alle, verstanden den Sinn hinter unserer Entscheidung, sie zu unserem Außenposten zu schicken. Vielleicht erholen sie sich mit der Zeit. Sie packen ihr ärmliches Hab und Gut zusammen und schließen sich uns an. Ey, krass, wie viele sind es denn? Boah, 27 Arbeiter. Krass. Boah, das ist übel viel. 27 Arbeiter. Ach guck mal, hier ist auch schon zu kalt jetzt. Das heißt, wir brauchen jetzt auch die Technologie. Mit Heizung. Das ist ein Skandal. Durchschnittlich. Die werden uns eh bald abhängen. Das heißt, wir können nochmal eben ein bisschen nach Holz fragen. Bitte wurde gewährt. Wir haben genug. Sagt unseren Leuten, dass sie einlenken. Schickt sie zu. Ach, warte mal. Jetzt muss ich durchlesen. Der Mob hat die Angestellte aus den Büros des Außenpostenadministration getrieben. Sollten wir eingreifen und die Angestellten des, der Reise nach Neu-London ermöglichen? Moment. Was? Ich check das gerade inhaltlich nicht.
Der Mob hat die Angestellten aus den Büros der Außenpostenadministration getrieben. Sollen wir eingreifen und den Angestellten die Reise nach Neu-London ermöglichen? Ja, wir sollen denen das ermöglichen. Nein, schickt sie zurück. Ach so, okay. Ja. Ah ne, jetzt habe ich gesagt, dass die bleiben, dass Neu-London bleiben kann, oder? Ich bin jetzt gerade total verwirrt. Ich glaube, ich habe jetzt gerade das Falsche gemacht, was ich machen wollte. Ja, die sind auf dem Weg zurück. Wir haben jetzt keine Möglichkeit mehr, mit denen zu reden. Aber wir bekommen ja noch eine Lieferung von Neu-London. Ich habe das im perfekten Moment nochmal eine Lieferung angefordert. Ach, schön. Wunderbar. Was haben wir hier? Auf der Suche nach Hilfe im Frostland. Ach Mist, Moment. Haben wir jetzt? Jetzt haben wir da. Okay, dann Leute, ab darüber. Wir brauchen jetzt hier Holz. Und wir könnten mal hier mit Hot Springs reden und hier mal eine Lieferung veranlassen. Wir bräuchten Unterstützung. Ja, wir denken drüber nach. Ja, wie können wir helfen? Jo, jetzt haben wir ein paar Quests. Helfende Hände, Pumpenreparatur, einfach. Alles go. Bisschen Stahl noch und dann. Gar kein Problem. So, Heizung erforscht. Heizung an! Kohletechnisch ist jetzt schlecht. Das ist nicht gut. Ja, besser, wenn die Kohle gut ist, als schlecht. Wir müssten aber dafür eine bessere Mine bauen. Anstatt jetzt nur 10%, das. Ah, bringt halt wenig. Das ist gleich für eine Verdoppelung. Deswegen müssen wir eher das machen. Dafür haben wir nämlich das Stahl. Damit wir das Stahl bekommen, müssen wir ein bisschen warten. Und dafür brauche ich irgendeine Technologie, die nichts an Stahl oder zumindest nur 10 kostet. Das wäre ganz gut. Wir könnten ein Sägewerk erfordern. Wir haben aber genügend Leute. Baracken. Machen wir mal Baracken. Ja, die brauchen hier, die müssen auch ein paar Dampfkerne noch, so zwei, ne? Ich will immer so zwei haben. Und danach können die ruhig nur Stahl sammeln. Oh, Alter, wie viel Essen wir haben. Junge, Junge, Junge. Alter, richtig gut. Wie viel Essen. Wir haben auch genügend Leute, das heißt, wir können die hier mal richtig reinschicken. Ist halt zu kalt, um zu sammeln. Wir könnten auch ein paar in die Forschung schicken. Machen wir mal drei Stück. Weil wir gerade nicht so viele Kranke haben. Und wenn wir jetzt bald unabhängig sind, dann können wir auch eigene Gesetze. So, was haben wir jetzt hier? Sind wir frei? Ja! Nein, New Sky! Oh, ich bin zu schnell. Ja gut, dann heißen wir jetzt halt New Sky. New Sky. Wird das Sky ausgesprochen? Scheiße. Mann, ich wollte wieder Neu-London heißen. Aber gut, dann heißen wir jetzt halt New Sky. Gesetze. So, das erste ist, wir machen Überfüllung. So. Überfüllung ist drin. Dementsprechend können wir hier... Nein, die machen wir mal nicht aus. Wir nehmen einfach nur die Leute raus. Wir nehmen drei raus. Ne, wir machen erstmal nur zwei raus. Bis die Kranken ein bisschen weiter runtergehen. Und dann haben wir nur noch 30er Kapazität. Das ist schon okay. Einfach damit die Forschung hier noch richtig ballert. Baracken erforscht. Haben wir gerade nicht das Stahl für. Aber wir haben es zumindest schon mal erforscht gerade. Hier brauchen wir immer noch 50 für. Dampfkerne haben wir jetzt genug, damit können die jetzt mal hier komplett nur Stahl sammeln. Und dann warte ich mal kurz ab. Das dauert zu lange. Das dauert mir zu lange, dann arbeiten die hier nicht. Das ist schlecht. Dann lass das Sägewerk. Oder? Nee. Nee, Sägewerk ist eigentlich richtig unnötig. Lass lieber das hier machen. Das bringt uns auf Dauer immer was.
Sobald wir so ungefähr 10, 15 nur noch in Behandlung haben, dann können wir auch noch die nächste Sanitätsstation ausmachen und in die Forschung schicken. Attention. Work shift is over. Auch so eine Sache, wir brauchen ja später für Neu-London ganz viel Rohstoffe, damit wir die auch schon mal einlagern können. Bräuchten wir ein paar Depots. Oh scheiße, die kosten super viel Stahl. Oh Gott, 20 Stahl pro Depot. Okay, wir brauchen erstmal keine Depots. Ja. Ist nicht nötig. Speer sind heimgekehrt. Mehr Leute. Das müsste doch noch on range sein, oder? Gehen wir mal. Darüber. Der kann hier oben mal rumgehen und dann ganz spät erst zum anderen hin. Das ist dann trotzdem noch okay. Okay, die sind alle krank. Gut. Alright. Dann raus. Und wir brauchen mehr Leute in Medizin. So. Wie sieht's hier unten aus? Da brauchten wir noch einfache Behausung, ne? Ja. Nahrung brauchen wir im Moment noch nicht wieder schicken. Da haben wir noch genug. Ich sagte, Frostpunk ist super einfach, wenn man weiß, wie die Mission geht, ne? Wenn man das noch nicht weiß, dann ist es fucking schwer. Wenn man aber weiß, wie der Ablauf ist und was wann kommt, dann ist es gut. Ach. Hier machen wir nochmal schön den Boost an. Das habe ich die ganze Zeit schon vergessen. Das könnten wir ruhig mal anmachen hier, damit wir richtig Stahl bekommen. Mit dem ganzen Stahl können wir hier weitergehen. Gut. Weiter da. Ah ja, die sind auch auf dem Weg. Braucht auch ein bisschen zu lange, ne? Naja. Es ist nur 20 Grad. Ich lasse die Heizung erstmal trotzdem an. Wir machen gerade auch Plus. Oh, die Lieferung hat Hot Springs erreicht. Kriegen wir hier nicht ein Ding? Ah ne, das war Gesetz, was der Sound war. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, Kinderarbeit direkt angemacht, ne? Das würde ich mir jetzt erstmal überlegen, oder? Überlege ich mir das? Ne, ich unterzeichne das sofort. Ja, Kinderarbeit ist eine gute Arbeit. Ja. Da. Achso. Seine Tierstation wird freigeschaltet. Hot Springs wird verärgert sein. Wir machen das mal so wie letztes Mal. Ja? Wir lassen denen mal ihren Frieden. Stellen da nicht zu viele moralische Ansprüche auf andere. So. Das Wichtigste ist eigentlich sowas hier. Aber das gibt uns keine Effizienz. Also wäre die Kohlemine das nächste. Erweiterte Heizung bringt uns auch sehr viel Kohleersparnis. Hm. Wir können aber auch erstmal das hier machen. Oder gleich auf die nächste Stufe. Das wäre auch eine Sache gewesen, die wir machen können. Haben die jetzt noch was? Ja, die haben noch was. Hier, Pumpenerneuerung, Zeug. Kein Problem. Da geben die uns ja auch Nahrung für, ne? Ja, damit reicht das schon völlig. Da kommen wir sehr gut über die Runde. Wir müssen, glaube ich, auch mal... Nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja keine Kinderheime. Feldschlucht der Toten. Ja... Schiffswracklager. So, direkt das Lager erkunden. Ja, und ich denke, kohlemäßig müssen wir als nächstes da auch erforschen. Hot Springs. Ja, schickt uns mal die Schwerkranken her. Das können wir ruhig machen. Gesetze.
können nicht für Kinderarbeit alle arbeiten. Wir haben einen Amputierten, das heißt, wir könnten auch mal ein Pflegeheim bauen. Weil wir jetzt so viele Kinder haben, können die nämlich alle hier in die Kohlemine und ins Sägewerk. Die paar, die wir haben. Damit haben wir ganz viele Arbeiter frei, schon mal voraussichtlich. Da ist nix. Weitergehen. Das Fieber. Ja, da sagen wir, die sollen sich benehmen, bevor da jetzt ein riesen Ausbruch kommt. Das wäre katastrophal. Da müssen wir leider unterminieren. So, jetzt haben wir so viel Zeug, dass wir hier richtig Häuser bauen können. Obwohl das hier eigentlich geiler wäre. Wenn ich erstmal den neuen Entwurf mache. Nee, das kann ich doch... Oder? Das kann ich abbrechen, ne? Ja. Okay. Wir brechen das ab. Wir warten mit den Häusern. Krankenmäßig sieht es auch gut aus. Das wäre jetzt eine Luxusausgabe, die wir gar nicht bräuchten. Das bedeutet, wir machen erstmal die Dampfkohlemine. Und dann die nächste Stufe. Danach das Upgrade. Und dann können wir einen Hausentwurf machen. Nachdem wir den Hausentwurf haben, können wir dann auch was upgraden. So, die können dann mal hier weiter erkunden. Und wir brauchen einen Bautrupp. Na komm. So. Ach ja, und was hat Hot Springs gerade für Anliegen? Gerade gar nichts. Können wir mir helfen? Na gut, okay. Ne, gerade nicht. Keine Anliegen. Wir mussten noch nicht mal was von denen verlangen, weil wir an allem Überfluss haben. Jetzt aber. Ja, jetzt können wir hier die Route bauen. Das heißt, Einheiten, Bautrupp. Ey, das ist gerade wirklich so ein Speedrun. Kindersklaven? Ja, 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 ja. Nicht Sklaven, aber freiwillige Arbeiter. Ne? Sorry, dass ich so spät gelesen habe. Ich bin so voll drin. Mein Gott. Einfach 4 Minuten später erst gelesen. ja. Wir haben noch 16 Tage. Schaut mal in die letzte oder vorletzte Folge, was wir am 16. Tag, also 16 Tage noch bis Konfrontation, so hatten. Und in Game oder im richtigen Tage sind wir gerade bei Tag 16 anfangen. Was wir da hatten, ich glaube, da hatten wir nicht mal irgendwas hier in Hot Springs entdeckt, gefühlt. Vielleicht entdeckt, aber noch nicht so viel gehandelt. Auch nicht in der Technologie so weit. Ich rush hier aber richtig durch. Einfach Speedrun. Was können wir bauen? Ach, das Verbesserte. Okay. Was bringt uns das? Ah, damit wir die Routen automatisch, die Lieferung automatisch erhalten, ne? Okay. Die verlorenen Speer. Ah, sie begraben und Anspruch auf das Lager erheben. Einfach Anspruch auf das Lager. Ja, wir können ruhig 40 Holz schicken. Ja, ja. Das ist kein Problem. Ah ja, dann könnt ihr auch gleich weiter. Jetzt müssen wir langsam hier noch ein bisschen mehr Holz gathern. So nämlich. Das wird jetzt sehr wichtig. Da oben können wir auch die Säge wegbauen. Flutet die Höhlen, bohrt das, drillt das Bohrloch. Ja, die haben so ein Zeug. Mhm. Ach ja, wir könnten... Hot Springs verärgert sein, Lieferung wir uns mal schon 10. Hot Springs wird verärgert. Ja, wir machen das Bohrloch, damit die Hot Springs Kiffer ihr Kiffgras weiter haben können. Das ist nämlich kein Problem. Wir haben so viel Nahrung, wir brauchen nicht noch mehr. Ja, wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, dann wäre der Ertrag bei denen zu höher, aber die hätten kein Gras mehr. Das ist natürlich ganz bitter. Oh nein, nicht unser Gras. Alles nicht, nur nicht unser Gras. Wer sind da? Hinter der Wissenschaft.
weitergeht. Und die hier brauchen halt 50 Holz, bis sie weitermachen können. Aber dafür muss der Tag anfangen. So, Sägewerk. Ist alles mit drin. Binder. Ich brauche auch Holz. Holz ist das Problem. Können die uns... Die Gunst ist zu schlecht. Obwohl wir alles bei denen gebaut haben, ne? Ha, Gunst niedrig. Okay. Der Bautrupp muss da ankommen, damit wir Holz von dem Lager bekommen. Das ist super wichtig. Oh, und hier müssen Leute rein. Sonst arbeiten die ja gar nicht. Scheiße. Voll verkackt. Halber Tag versemmelt. Brauchen das Meer. Okay. Oder. Dampfkohlemine erforscht. Die setzen wir natürlich sofort dahin. Und mit mehr Technologie tun wir eigentlich das hier, aber das kostet 125 Holz. Dann machen wir mal erweiterte Heizung. Depot. Jawoll. So, gibt uns die Quest. Noch eine Sache. Können wir irgendwie helfen? Sehr gut. Wir haben ein Problem, und zwar, wir bräuchten Holz. Dankeschön. So, und jetzt können wir denen noch Verfügbarkeit von Nahrung erhöhen. Wir können die Anschaffung von Rohstoffen verbessern. 5 Ingenieure bräuchten wir frei. Können wir aus dem Gesundheitssystem ziehen. Machen wir mal da raus. Um denen ein Gesundheitswesen zu verschaffen. Und wir tauschen auch noch alles an. So, jetzt kriegen wir richtig was an Sachen. Und zwar... Naja, das muss erstmal eingegeben, ne? So. Oh mein Gott. 75, 50, 50, 50, 65 Holz. So. Jetzt aber mal eine richtige Großaktion. Das gibt jetzt richtig Rohstoffe. Da mache ich schon mal ein Lager für Holz, dass wir das auch alles einlagern können. Ah, Gesetze. Mein Gott, die Sounds, ne? Pflegeheim. 4 amputiert haben wir mittlerweile. Meine Güte, ey. Setzen wir dahin. Das hier machen wir auf Holz. Station. Hier ist leider nichts. Einfach weitergehen, bitte. Sehr gut. Ich glaube, da hinten waren irgendwie mehr so ein paar Dampfkerne oder so, ne? Pflegeheim. Sehr schön. Jetzt können da die 4 Leute sich im Pflegeheim einquartieren. Wir haben aktuell 4 Sanitätsstationen am Laufen. Das ist schon ein bisschen zu viel eigentlich. Wir könnten mal eins rausnehmen und dafür die in die Werkstatt packen. Holz kommt gleich an. Achtung, guckt auf unseren Holzstand. Boom. Schön. Ladung Schande. Ist die Rohstoffe zurück? Nee, lass die zurück. Das juckt uns nicht. Das ist ja kaum was. So, dann können die mal zurück nach Hause und danach nach unten gehen zu der Kohlemine. Die hier können den ersten Posten weiterbauen. Und dann dahin. Die brauchen noch Zeug. Die auch. Wir holen uns dann ein bisschen mehr Holz wieder ran. Und hier brauchen wir halt jetzt ganz viel Stahl. Sind die auf Stahl sammeln only? Ja. Aber die brauchen noch eine Stütze. So, jetzt wollen die mehr. Stellt die Kranken unter Quarantäne. Wir werden sie heilen. Ja, wir werden sie heilen. Ja, damit kommen die jetzt zu uns. Okay. Hilfe beim Zugang zum Kohlelager. Machen wir erstmal das hier, helfende Hände. Dann ist eigentlich das Wichtigste jetzt, die nächsten Stufen zu erreichen, damit wir die Effizienz von diesem Lager erhöhen können, damit wir mehr Stahl sammeln. Weil das unser Bottleneck jetzt ist. Denn sobald wir... Hier, Portalstapler ist nochmal die Effizienz generell erhöht.
Ich sehe es ja auch gerade, hier ist auch so ein Stahl drüber. Ah, das habe ich das ganze Game über noch nicht gesehen. Bei welcher Folge sind wir? 30 gefühlt fast? Und ich habe nicht gecheckt, dass hier drüber Symbole sind, die sagen, ey, das bringt uns das und das. Ich weiß jetzt auch nicht so sinnvoll, ne, weil ein Kohle, zwei Kohle, so, das ist ein Kohlegenerator. Ich weiß, dass es Kohle gibt. Und Wärmedämmung, ich weiß, dass die halt Temperatur erhöht. So, das ist halt irgendwie logisch, aber das habe ich nicht gesehen, nicht drauf geachtet. Ah, guck mal, hier ist auch das Prothesensymbol. Ha. Ja, ne, man sieht immer wieder neue Sachen. So, was brauchen die? Oh, 75 Stahl auch. Ey, wir müssen so viel mehr Stahl sammeln. Das kannst du komplett vergessen sonst. So, komm. Da, fest. Ach, ja. Ja, okay, versuch das Kind zu retten. Bitte Mine anhalten. Speer sind da. Opfer der Epidemie. Ja. Neukölln geht's nicht gut, ne? Kalte Unterkünfte. Wir werden alle beheizen. Welche sind denn nicht beheizt? Hm. Dann geht's allen nicht gut. Und das liegt daran, dass ich die Heizstufe nicht habe. Ja. Aber ich habe die Range schon erhöht, oder? Ja, die ist richtig krass. Jo, die Range ist übel. Das bedeutet, wir machen jetzt mal hier eine Großoperation. Alle Feuerstellen werden abgerissen. Und die werden neu platziert, weil die neue Range bedeutet, dass die hier sich total überlappen und einfach nur unnötig Kohle verbrauchen. Ein Einwohner ist gestorben. Hä, warum das denn? Bei Arbeitsunfällen. Nein, aus der Mine! Oh scheiße, wir konnten uns nicht retten. Oh fuck. Ja, das ist jetzt natürlich für die Moral richtig, richtig bitter. Aber hier. Nächste machen und die letzte dann da. So, und jetzt haben wir dann. Ja, damit sind die oberen noch. Ja. Ja, das heißt, den müssen wir auf jeden Fall erreichen. Das ist easy machbar. Jetzt haben wir das ganze Gebiet auch krass erweitert. Statt vier in der Mitte haben wir jetzt vier außen. Ich muss die Eltern informieren, ja. Jetzt müssen wir halt uns auch noch um die Toten kümmern, ne? Und jetzt guck mal, wie die Range jetzt ist. Wir können hier übel viel noch mehr bauen. Richtig gut. Aber wir brauchen ASAP die Feuerstellen mit höherer Wärmekraft. Wie ist es nahrungstechnisch? Ist noch alles gut. Das heißt, wir können mal... Ja, ich habe auch gesagt, ich mache hier den ersten Pass fertig, ne? Und dann bin ich aber gerade hier voll am Bauen. Ist auch wieder typisch, ne? Hm. Ja, ist auch egal, wir können ja hier schon mal bauen. So. Ah, ist fertig. Dann können die mal da hinten hingehen. Wir können uns hier... Ja, das können wir uns leisten, mal ein bisschen was holen. Und dann müssen wir nur noch Stahl haben, um Hot Springs komplett anzubinden. Sonst war das Ganze ja vollkommen umsonst. Das hat kein Holz mehr. Bald geht unser Holz nämlich auch komplett zur Neige. Ist natürlich sehr schlecht. 50 Stahl, 100 Stahl brauchen wir dafür da unten. So, Spitzen an. So, eigentlich wäre der Plan gewesen, jetzt Portalstapler zu machen, damit nochmal 15% mehr Effizienz da rauskommt. Damit wir aber diese Heizungsquest erfüllen, müssen wir verbessertes Gebläse machen. Und hier brauchen wir jetzt einen Friedhof. Damit die Eltern ihrem Kind trauern können. Ja, und das kann ruhig auch in der Stadt sein. Finde ich sogar gar nicht gut, gar nicht so schlecht. Machen wir mal hier. Weiter gehen. Sehr schön. Gut. Ah, und damit haben wir diese Folge auch beendet. Oh. Ich glaube, wir brauchen nur noch eine Folge und dann haben wir das, glaube ich, gemacht, weil wir haben jetzt so Speedruns, Tag 18 schon.
Wir haben eine Route fast komplett fertig. Boah, läuft richtig gut. Also lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder zur nächsten Folge, wo wir hoffentlich die Mission beenden. Bis denn, tschüss.